Moin zusammen. Wo stehen denn eure Fahrgebote im Winter? Unseres steht in diesem Zelt da hinten. Und für all diejenigen, die auch keinen guten Plan haben, wo sie das unterbringen können, dachte ich, erzähle ich mal, was das Ding gekostet hat, wie es sich bewährt hat, wie lange wir es schon in Gebrauch haben und was wir in den letzten paar Tagen damit gemacht haben. Wunderbarer Tag heute Morgen. Ja, gekauft haben wir das gleich, als wir mit der Firma begonnen haben. Ist also jetzt so, geht jetzt ins siebte Jahr und das Ding gibt es bei Profizelt 24, heißt das. Ich verlinke das mal hier unten drunter und hat damals, glaube ich, so 750 Euro gekostet und kostet heute roundabout 850 Euro. Man hört schon, also es gibt das gleiche Zelt noch. Es gibt auch alle Ersatzteile, also man kann Einzelteile kaufen. Und das Ganze gibt es in der Nähe von Hamburg in Norderstedt. Das Zelt ist so groß, dass ein Fahrgebot halt gut reinpasst. Es gibt gleich noch mal ein paar Bilder davon. Und es gibt auch ein paar Bilder davon, wie wir das aufgebaut haben. Und es ist also 8 x 4 Meter und 3 Meter so und so viel hoch. Also man kann, wenn das Fahrgebot auf dem Hänger steht und man selbst steht oben drauf, dann kann man nicht ganz gerade stehen. Also man muss da so ein bisschen rüberkriechen. Ja, wie gesagt, wir haben es jetzt fast 7 Jahre in Gebrauch und waren auch sehr zufrieden damit, zumindest in Relation zu dem Preis. Allerdings, obwohl es nicht jetzt die ganze Zeit der Sonne exponiert ist, ist das Material, also dieses, ich sag mal, das ist so eine Art LKW-Plane, das ist jetzt versprödet und hart geworden. Und wenn jetzt irgendwas oben auf das Dach fällt, bei uns Äste von den umstehenden Bäumen, dann gab es da kleine Risse und es ist eben mit der Zeit jetzt einfach undicht geworden. Deshalb haben wir ein neues Dach gekauft und neue Giebelseiten gekauft. Und gleich gibt es noch so ein kleines Timelapse, wo man sieht, wie wir das aufgebaut haben. Das Aufbauen an sich, ich glaube, wir haben das anfangs zu dritt oder zu viert gemacht. Das sollte man auch sein. Also zu zweit ist es kaum möglich. Aber zu dritt oder zu viert kann man das so an einem Tag, würde ich sagen, kann man das zusammenbauen. Man muss halt dieses ganze Stahlgestänge zusammenschrauben mit kleinen Inbusschrauben und dann das Dach drauf machen, dann das ganze Ding anheben. Da steht am besten an jeder Ecke mindestens einer und so weiter. Ist also ein bisschen Arbeit, dann muss es irgendwie im Boden verankert werden und so weiter. Aber keine wirklich große Sache. Also allemal schneller, als sich jetzt aus einem Holzgestell selbst irgendwas zu bauen. Ja, und ich finde 750 oder respektive 850 Euro, was es jetzt kostet, ist ein durchaus angemessener Preis. Also ich glaube, ich habe vor Jahren schon mal ein Zelt von Hilleberg gekauft. Das war zu D-Mark-Zeiten, hat das 1500 Mark gekostet und da passten gerade mal 2 Leute rein. Natürlich nicht direkt vergleichbar, aber gut. Wenn man jetzt sieht, was hat uns dieser Platz gekostet, wenn man den also vor der Haustür hat, dann hat es uns bis dato der Winterplatz für eins unserer Schiffe halt 100 Euro gekostet. Und das, denke ich, ist vertretbar. Moin zusammen, Tag 2 unseres Zeltneuaufbaus. Ich gehe jetzt noch mal kurz rein mit euch und zeige, was wir gestern alles geschafft haben, weil da war es ja schon relativ dunkel. Zack, und da sind wir schon im neuen Zelt. Naja, im neuen Zelt kann man nicht sagen, aber neu gedeckt ist es. Ein wunderbar dichtes Dach in einem fröhlichen Grau. Aber das Beste ist, wie man sieht, wir haben diese Luftpolsterfolie dazwischen gepackt. Was bedeutet, es kann nicht mehr reinziehen und müsste sich eigentlich dann auch einigermaßen vernünftig heizen lassen. Wir konnten zwar mit so einem mit so einer Dieselheizung, mit so einem Gebläse hier die Temperatur ungefähr 10 Grad über Außentemperatur bekommen, auch vorher. Aber in dem Moment, wo man das ausgemacht hat, war sofort alles wieder auf Null sozusagen.
Und hier erhoffe ich mir jetzt doch, dass es das vielleicht ein bisschen hält und man dann hin und wieder mal, wenn was geklebt oder lackiert wird, die Temperatur mit etwas weniger Energieeinsatz eine Weile hochhalten kann. Das wäre jedenfalls super. Wäre also für nicht allzu viel Geld, klar, das ist natürlich immer relativ, eine Unterstellmöglichkeit für sein Vollgebot sucht und den Platz möglicherweise auf dem eigenen Grundstück hat, der ist, glaube ich, mit so einem Ding ganz gut bedient. Und ja, ich kann nur sagen, ich würde das wieder kaufen, kann es auch empfehlen. Und ach so, ich bekomme übrigens nichts von denen. Die wissen gar nicht, dass ich dieses Video gemacht habe. Ne? Also ich kann hier frei raus sagen, ob das gut oder schlecht ist. Ja, vielleicht denkt der eine oder andere ja drüber nach. Wenn es noch irgendwelche Fragen dazu gibt, wie hoch genau oder so, aber man kann das alles auf diesem Link sehen. Dann gerne anrufen, mailen, posten, was auch immer. In diesem Sinne. Bis dann. Tschüss. Ja, wo stehen eure Vollgebote im Winter? Um die Schiffe, sondern heute geht es um unser Zelt da hinten. Ich dachte, für all diejenigen, die nicht so ganz genau wissen, wo sie ihr Schiff im Winter unterbringen sollen. Bla bla, nochmal neu.